Ja, ich sitze hier quasi in einer Doppelfunktion, zum einen ja als Geschäftsführerin der Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz, die ja mit im Initiativkreis tätig ist. Und ich bin auch tätig als Sprecherin des Vorstandes des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V., ein Interessenverband für den Kinderfilm, der sich seit über 30 Jahren für dieses Thema stark macht. Unser großes Projekt der letzten Jahre ist die Akademie für Kindermedien. Aus dieser Akademie sind viele besondere Filme hervorgegangen, wie Wer küsst schon einen Leguan, Wintertochter oder auch Kopfüber, der Film, der jetzt hier bei Generation läuft. Und es ist uns eine große Freude, nun von diesem sehr illustren Initiativkreis praktisch mit dieser Aufgabe betraut worden zu sein, das Handling für den besonderen Kinderfilm zu machen. Es gibt eine Website, ganz einfach zu merken, der-besondere-kinderfilm.de. Die wurde letzte Nacht freigeschaltet. Alle Informationen, die Sie halt in Ihren Unterlagen haben, finden Sie auch dort. Wir werden ein kleines Projektbüro einrichten in Erfurt, angesiedelt beim Förderverein. Ansprechpartner werde vorerst ich alleine sein, aber ich werde bald Verstärkung bekommen. Eine junge Kollegin aus Weimar, Hanna Reifgerst. Und es geht ab 1. März los. Das heißt, Treatments können ab dem 1. März eingereicht werden. Herr Dinges hat es schon gesagt, 15 Seiten. Inklusive Dialogliste, eingereicht werden kann bis zum 17. Mai. Bei Rückfragen ähnlichem, das Ganze in zehnfacher Ausfertigung, weil wir es dann ja auch eine Jury weitergeben müssen. Und ja, es geht jetzt einfach los. Also, und das ist großartig.